Ja, hi, ich bin der Marius Wenzel, bin selbstständig als Fotograf und Fototrainer und an über 14 Standorten in Deutschland biete ich euch individuelle Fotokurse als auch Fotoshootings an. Wir zeigen euch heute Highlights von der Luminale, auch grundsätzlich Einstellungen zur Kamera, die wichtig sind. Dann dürft ihr mir folgen. Also es geht in erster Linie darum, wir zeigen alle wichtigen Kameraeinstellungen als auch die Grundlagen der Fotografie. Wie stelle ich meine Lichtung an meiner eigenen Kamera ein, als auch wie kann ich kreative Bildeffekte gestalten. Also wir lassen die Kamera zunächst von 8 Sekunden mal circa 1 bis 2 Sekunden starr auf das Motiv belichten. Dann halten wir die Hand vor das Objektiv, verschieben wir quasi die Kamera einfach ein kleines Stückchen nach drüben und schon kriegst du halt mehrere Töne. Bei der Luminale in Frankfurt zum Beispiel haben wir verschiedene Lichtinstallationen genutzt, um den Teilnehmern zu zeigen, wie kann ich mit meiner Kamera bei Nacht kreativ fotografieren. Das heißt, wir haben Lichtinstallationen auch verfremdet, um diese ganz gezielt anderweitig in Szene zu setzen und somit auch mal die Grenzen von der eigenen Kamera kennenzulernen. Während ihr jetzt zum Beispiel 8 oder 10 Sekunden lang belichtet, habt ihr in der Zeit die Möglichkeit, an eurem Objektiv einfach mal zu drehen, dass wir während der Aufnahme uns einfach mal das Motiv näher ranholen. Bei all meinen Kursen ist die Kameramarke dabei nicht entscheidend. Wir können jedem Teilnehmer zu jeder Kamera die passenden Hilfestellungen geben. Bis zu 2 Guides kümmern sich bei gerade größeren Gruppen um alle Teilnehmer, sodass keine Fragen offen bleiben. Grundsätzlich ist jeder geeignet, an so einem Kurs teilzunehmen. Die Schwierigkeitsgrade hängen auch individuell vom Teilnehmer ab und dementsprechend geben wir auch den Teilnehmern unterschiedliche Aufgaben. Es geht bei meinen Aufgaben zum Beispiel um Mehrfachbelichtung, spannende Bewegungsaufnahmen, wie man Motive schön in der Bewegung darstellen kann oder auch einfrieren kann. Okay, dann würde ich sagen, ihr dürft mal eure Stative mal parken. Wir wollen euch nämlich jetzt mal was zeigen, was man Wunderschönes aus der Hand zaubern kann. Jetzt siehst du hier ganz deutlich, es kommen auch nochmal Details zum Vorschein. Meine Fotokurse haben die Besonderheit, dass wir den Teilnehmern bei jedem Schwierigkeitsgrad zur Seite stehen und helfen somit technische Hürden aus dem Weg zu räumen. Das garantiert einen hohen Spaßfaktor und jeder Teilnehmer hat so sein persönliches Erfolgserlebnis.